So. Wo ist denn Theo? Wo ist denn. Ah, da. Ups, Theo! ja, Dirk? Ich fahr mal eben zum Shop hoch, ne? Jo, mach das. Kannst du mal beim Shop nachfragen, ob die ihre Altreifen bei uns entsorgt haben? Ja, kann ich machen. Weil guck mal da zum Silo hin. Ja, habe ich schon gesehen. Irgendwie habe ich mich schon gedacht, was das ist. Hast du schon gesehen? Weil ich finde das eine absolute Frechheit, dass du irgendjemand seine alten Reifen da abstapelt. Ja, magst du den Drescher nachher noch eben die letzten Bahnen da ziehen? Ja, ich mache jetzt hier noch die Waschanlage fertig und dann kann ich da weitermachen. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. So. Ach ja, und Dirk? Ja. Ist im Funk, ne? Ja. Ja. Magst du dann mal selber zur BGA vorbeischauen, wenn du schon unterwegs bist? Weil telefonisch reicht ja nicht, vielleicht erwischt ihn ja so. Ja, ich guck mal, ich mache jetzt erstmal eins nach dem anderen. Okay. Ja, guten Morgen, Paul. Ja, guten Morgen. Theo. Sind meine Ja. Ladewagen fertig? Ja, Der die komische sind Mercedes fertig. steht Die hier. kannst du abholen. Danke. Den habe ich gestern schon da stehen sehen. Ich weiß aber nicht, wie der da rauskommt. Ich glaube, ich weiß, wo die Reifen herkommen. Nimmt der Spuk denn gar kein Ende mehr? Na, ich habe auch langsam keine Lust mehr, weißt du das wohl? Ich hoffe ja mal, dass Holmes irgendwann nochmal wiederkommt. Irgendwie ist der ja auch verschollen. Von dem hört und sieht man ja gar nichts mehr. Leider. Ich fahr mal hier schnell die restlichen Bahnen fertig, ne? Ja, ich bin auch jetzt beim Shop angekommen. Okay, wir hören uns. Jo. Spielchen spielen. Moin. Moin, Herr Lustig. Moin, moin. Was führt Sie denn zu uns? Der Herr Braggelmann, der hat für uns eine Schaufel hier gehabt. Die musste mal geschweißt werden. Ich weiß gar nicht, wo er die hingelegt hat. Eine blaue müsste das gewesen sein. Oder steht die drüben? Das kann auch sein, dass die drüben steht. Moment, ich gucke mal hier so. Also hier kann ich sie jetzt auch nicht entdecken. Nee. Da steht nichts, da steht. Kann sein, dass die drüben ist. Ja, dann wird sie bestimmt drüben sein. Sag mal, vermisst ihr Altreifen? Nee, unsere Altreifen liegen alle hier. Die kommt der Reifenhändler immer abholen. Okay. Warum? Bei uns hat jemand Altreifen entsorgt. Aha, und welche Größe? Oh, hier, so eine LKW-Reifen. Okay, nee, das sind die einzigsten, die wir hier haben. Okay. Komm mal mit. Du bist ja vom Fach. Ja. Wir hatten so einen netten TÜV-Menschen bei uns auf dem Hof. Ja. Der möchte hier Schutzbleche dran haben. Ja. Boah, da gibt's doch Das gar geht. keine. Ja, da müsste man die zusätzlich dran bauen mit so ein bisschen Riffelblech, dass man zurechtbiegen kann und dann kann man da so ein Schutzblech dran machen. Warum? Was hat er denn beanstandet? Ja, dass da keine Schutzbleche dran sind. Da könnten Steine zu Aha. viel bleiben und. Ja, kann man machen. Musst du den Ladewa den Düngerstreuer mal hier lassen oder Kalkstreuer, und dann basteln wir die hier dran. Ja gut, und wenn der nächste Mal der TÜV-Macker kommt, dass da wenigstens irgendwas dran ist.
Ja, das müsste man so hinkriegen. Ja. Mit ein bisschen Blech, bisschen biegen und dann müsste das gehen. Was hat er denn noch beanstandet? Boah. Weil das soll ja ein ziemlich scharfer Hund sein, habe ich gehört. Ja, an der Spritze fehlt ihm der TÜV-Aufkleber oder der hier dieser Dichtigkeits- oder was weiß ich für ein Aufkleber. Ja. Von einigen Treckern und Anhängern waren keine Nummernschilder dran, weil die noch nicht zugelassen sind. Ja. Was hatte er denn noch? Ach ja, Feuerlöscher, aber die hat Brackelmann noch gebracht. Ja. Weil die waren ja bei euch, weil die zum Nachgucken da waren. Ja. Der von der Feuerlöscherfirma, der war noch nicht ganz so weit. Ja, und wenn ihr irgendwo offene Löcher habt, hier stellt da irgendwas drauf. Ja. Wenn irgendwo ein Geländer dran muss, hier eure Rampe da zum Beispiel, macht die bloß zu. Ja, das könnte. Da könnte jemand gegenlaufen und könnte sich denn da die Kniescheibe aufhauen oder so. Ja. Wenn der ganz schön groß sein müsste. Ja. Der hat bestimmt hier seine wahre Freude dann, ne? Oh ja, der ist sehr Wenn hübsch. du schon sagst, ne, dass er so ganz penibel ist und ganz genau. Ja, aber ganz nett dabei. Ja, ja, Ja. ja. Wie gesagt, und auf Kennzeichen ist er ganz, der hat einen Kennzeichenfetisch oder so. Ah, Aber ja, selbst, so. aber selber an seinem Auto nichts dran haben. Ja, gut, das hatten wir ja bei uns hier, das ja, hatte Herr Brackelmann etwas verschludert, ne? Ja, Ja. na gut, dann lasse ich dir den Streu. Wo soll ich den Streuer hinstellen? Ja, lass mal da stehen. Ich pack den gleich in die Werkstatt dann und bastel da dann was dran. Ja gut, dann gucke ich mal, dass ich die Schaufel, ob die drüben ist. Ja, und der Brackelmann kann dir dann Bescheid sagen, wenn er fertig ist. Alles klar. Gut, bis zum nächsten Mal. Ja. Ja, so ein TÜV-Mann kann schon ganz schön schwierig sein. Fahre ich denn jetzt nochmal zur BGA hin? Wo ist ein Telefon wieder auf Stumm stehen, der lustig. Irgendwas vibriert hier auf jeden Fall. Ja, hallo? Ja, Herr Lustig! Ja. Johannes vom Handel! Ja. Ich wollte mal nachfragen wegen 150.000 Tonnen, 50 Tonnen Kartoffeln in Premium-Qualität. Die müssten eigentlich fast durch sein. Das hört sich, höre ich doch gerne. Wir hatten hier so nur so ein paar Leute, die uns aufgehalten haben. Ja, das mag sein, aber wie gesagt, der Supermarkt, der ist da ganz heiß drauf, also Ja, nee, die sollten aber fast durch sein. Also können da gar nicht so schnell, wie sie brauchen und mein Bruder ist. Oh, jetzt ist doch hier. Mein Bruder ist dabei, auf jeden Fall. Nur, das ist schön zu hören. Also, dann gebe ich Bescheid, dass das Unternehmen morgen oder übermorgen vorbeikommt und dann abholt. Ja, können Sie schon gerne so festmachen. Das Ja, okay, weiß ich Bescheid. kein Problem. Bis dann. Ja, tschüss. So, Theo, bist du im Funk? Ja, ich bin noch im Dreschen. Was ist denn los? Der Landhandel hat angerufen wegen den Kartoffeln. Okay. Morgen oder übermorgen werden die abgeholt. Die sind wohl schon alle ausverkauft da. Holt der alle komplett oder holt er erstmal nur einen Teil? Ne, so wie ich mitgekriegt habe, komplett. Das wird eng. Wir haben erst 30.000. Ja, wir haben ja zwei laufen jetzt, oder nicht? Ja. Ja, dann müssen wir sehen, dass wir die nach und Was sag ich nach ja, in. das wird knapp. Ja, die zweite Schaufel habe ich jetzt auch da. Also sollten Ja wir gut, dann hinkriegen. kriegen wir hin auf jeden Fall. Ja, ich fahre jetzt nochmal eben zu den Schweinen durch, guck bei denen nochmal. Und dann, ja. Ja.
So ist fein, immer schön mit erhobenem Haupt. Mhm. Oh, der Mercedes fährt weg. Ach scheiße, der ist bestimmt schneller als ich. Ja, der ist weg. Wird mich mal interessieren, zu wem der gehört. Ja, mit dem Trecker brauche ich nicht hinterher fahren. Ich frage mich, wie er den hier rausgekriegt hat. Steht der Trecker noch davor? Weiß ich nicht, ich bin gerade angekommen. Ich melde mich nachher nochmal. Jo, macht das. Bis gleich. Bis gleich. Ach, jetzt klemmt das olle Tor hier schon wieder. Ja. Na Schweinis, alles gut bei euch? Ja, ja, verdammt, falls leg ich los. So. Theo, wenn du nicht bald deine Baby-Blocksberg-Kassetten mehr aus dem Tiger nimmst, ne? Lass doch meine Baby-Blocksberg-Kassetten in Ruhe. Dann hast du hier bald Bandsalat. Die haben dir nichts getan. Ja, die Hupe geht wieder. Mal eben in unsere App gucken hier. Theo, haben wir eigentlich noch Schweinefutter auf dem Hof liegen, zufällig? Oh, ist nicht im Funk. Okay. Sorry, das Funkgerät hat geklemmt. Ach so. Normalerweise müssten wir noch was im Silo haben. Ich habe gestern erst wieder was abgezapft. Also von der Kartoffelwaschanlage. Ja. Herr Brackelmann, was soll denn hier an dem Wender noch repariert werden? Ja, die Zinken müssen nachgestellt werden. Ah, gut, dann mache ich das jetzt. Ich fahre gerade mal den Bus. Aber glaub, rüberfahren, die sind drüben beim Shop. Ah, gut, dann mache ich das. Achso, dann kann ich ja noch. Wieso ist es? Also, dieses Tor hier, das ist ja wirklich. Echt, ist das da oben? Ach, denn nicht. Ich warte sie doch mal! Tessa Rossa, bist du im Funk? Ja! Wie sieht das. Euer? Wie sieht das bei dir zeitmäßig gerade so aus? Ja, ich hab euch gerade das Stroh von der 76 vorbeigebracht. Wollte ich gerade deinen Bruder fragen, wohin damit? Aber der ist wohl irgendwie, stimmt was mit eurem Funk im Trecher nicht. Ja, warte, ich bin sofort da. Ja, das blöde Funkgerät, das klemmt gerade ein bisschen. Muss der ganze Staub hier vom Dreschen sein. Muss mal wieder ausblasen. Bist du? Ach, da bist du. Als Lose, oder? Moment. Hast du das Lose, oder hast du das als Bein? Ne, Lose. Im Ladewagen. Na, komm mal hierher. Siehst du mich? Ich bin hier beim Kuhstall. Wo bist denn du? Hier drüben. Ich hab grad deinem Bruder geholfen. Ach so, okay. Er war grad bei mir und hat mir einen Anhänger hingestellt zum Abladen für den Drescher. Aber der kommt schon zu dir. Ja, hatte ich das falsch verstanden, dass ihr das als los wolltet? Nö, alles gut.
Oh, komm mal hierher. Ich hab da das Tor schon mal aufgemacht. Dann fahr mal rückwärts rein und guck mal, wie viel du da reinkriegst. Ich hoffe, dass du da reinkommst. Aus Versehen. Du, deine Pickup ist noch unten. Ups. Kein Wunder, dass ich den da unten neu machen muss. Ja, das könnte ein bisschen... Sakrament, wer hat denn die Waschanlage so bescheuert dahingestellt? Aber was ist denn das für ein komisches Auto da drüben? Ja, das steht da schon die ganze Zeit, du. Ist irgendwas drin? Das läuft sogar noch, meine Güte, ey. Hab niemand gesehen. Ja, ne. Warte, du musst gerade zurück. Ja, so müsste das passen. Das ist zu hoch, oder? Ja, lass. Ja, ist zu hoch. Ja, dann fahr das, in Silo? Ja, kipp das in Silo. Alter Daus, was habt ihr denn für einen komischen Lagerplatz für eure Reifen? Ja, das sind nicht unsere, doch. Wie, nicht eure? Nee, die hat irgendjemand da hingeschmissen. Es sollen doch welche in York verschwunden sein, vom Gemeindehof. Okay. Da war doch der Trapp zur Anzeige bei der Polizei. Ja, der lässt sich hier leider nicht mehr blicken. Sag mal, hast du es heute, oder? Du warst zu nett zu ihm. Ja. Kannst du mal eben auf deinen Kalender gucken, ob du Zeit hast gleich? Jo, was denn? Die 43 und 42 ernten. Ja, muss mal gucken. Ich glaube, übermorgen müsste ich noch mal Zeit haben, wenn das noch reicht. Ja, ich denke mal, dann wird das wohl nur noch die 43. Ich glaube, die 42 können wir nachher noch anfangen. Ich weiß nicht, wie weit Theo ist. Ja, wir haben in York noch 2-3 Aufträge. Ja, aber kannst du die 43 ja schon mal vormerken? Ja, mache ich. Das wäre super nett. Erstmal Tee trinken. Na, mach mal. Jo. Tschüss. Tschüss. So, wo ist Theo? So, das ist das. Wie hat er denn hier noch? Das ist ja auch nicht mehr so viel. Tessa Rossa, bist du noch im Funk? Jo. Dein Fan ist noch bei uns, ne? Sollen wir dir den, noch mal rumbringen die Tage? Jo, könnt ihr machen. Gut, nicht, dass du den vermisst. Jo, ich muss noch mal beim Prackelmann vorbei. Mal gucken, ob der Paul noch da ist oder schon zum Mittag. Wie voll bist du, Theo? Ich habe erst ein bisschen was über die Hälfte. Ja, dann mach noch mal eben leer, weil dann nehme ich den Trecker nämlich gleich eben mit. Ja, mein Paul! Ja, was ist dann, Tessa Rossa?
Jo, du müsst noch mal gucken. Irgendwie ist der Picker noch nicht richtig. Die greift noch nicht richtig. Moment, ich lass gerade mal runter. Kannst mal gucken. Moment, so. Der nimmt nicht richtig auf. Bleibt die Hälfte liegen. Ja, da müssen neue Rechen dran. Ja, dafür habe ich ihn doch extra hierher bringen lassen. Nee, der sollte doch nur zum TÜV. Ja, TÜV kriegt er doch nicht ohne neue, also. Von dem Picker hat der Brackelmann nichts gesagt. Uiu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 i. Lass euch den gerade mal hier. Ja, dann hat er bestimmt wieder vergessen, das aufzuschreiben. Er wird ja schon älter und vergesslich. Aber du könntest deinen Traktor mal wieder waschen. Der bräuchte mal eine kleine Pflege. Ups. Das war nicht so günstig. Ich muss, glaube ich, mal ein Teechen trinken. Ja. Ich mache jetzt erstmal Mittag. Dio? Ja, bitte, Dirk. Hatten wir noch Kartoffeln beim Lohner? Lose Kartoffeln hatten wir, glaube ich, noch beim Lohner. Der müsste noch welche im Silo haben. Hast du mal geguckt, wie viel wir noch haben oder brauchen wir noch nicht wieder? Ich glaube, dass wir hier noch mehr als genug haben. Ich kann meine App gerade nicht aufmachen. Oder kann ich das an unserer Anzeige sehen? Also wir hätten noch 250 Kubik. Ah, da hier, oh, gut. Wir haben noch mehr als genug. Das stimmt. Beide Kartoffelwaschanlagen müssten auch noch rödeln. Mach hier noch schnell das Feld fertig, letzte Bahn. Und vergiss du nicht zur BGA zu fahren. Ja, ich habe ja schon angerufen, der ist irgendwie gerade unterwegs. Ja, fahr mal vorbei, vielleicht hört er es einfach nicht. Du weißt ja, in der BGA ist es immer scheiße laut. Nee, der hatte mir eine SMS geschrieben, dass er gerade unterwegs ist. Okay, solange es sich dann rührt. Ja, wird sich schon melden. Es geht ums Geld. Ja, eben. Er hat die Silage und braucht nichts zahlen. Nicht mit uns. So. Da stellt er doch einfach den Ladewagen mitten im Hof ab. Ich räume hier den ganzen Morgen schon auf. Und jeder stellt seine Karre dahin. Einfach. Der Paul macht ja schon alles weg. Ich muss mal eben mal beim Landhandel anrufen. Dass man immer hier die Nummern suchen muss, das ist ja widerlich. Landhandel Johannes, schönen guten Tag. Ich habe mich verwählt. Ich wollte eigentlich beim Landmaschinenhandel anrufen. Okay, aber die werden eine Mittagspause sein. Ja, ich probiere das trotzdem nochmal eben. Entschuldigung, dass ich... ich habe eben mein Handy ist irgendwie... Kein Problem. Tschüss. LKW fährt morgen. Ja, ist okay. Tschüss. So. Bragelmann, da ist die Nummer. Na komm, Paul. Guten Tag, hier ist der automatische Anrufbeantworter. Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Unsere Öffnungszeiten sind von morgens 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr. Danke. Mensch, Paul, guck doch mal auf die Uhr, das ist 3:30. Ich fahre da jetzt einfach hin.
Also Dirk, man kann sagen, was man will, aber ich liebe diesen langen Arm von unserem Drescher. ich bin noch mal eben beim Landmaschinenhöker. Achso, morgen kommt der Kartoffel-LKW. Ja, ich hoffe, bis dahin kriege ich den Rest fertig. Ich würde jetzt dann auf die 43 rüberfahren oder beziehungsweise auf die 42 und würde mal anfangen mit den Ernten. Ja, mach mal das Kleine zuerst, weil ich habe Bragelmann, hier Bragelmann. Da will ich ja jetzt erstmal hin. Tesseros hat schon Bescheid gesagt, er möchte bitte uns mit anpacken. Damit wir die Kartoffeln machen können. Jo. Aber ich werde erstmal das Schneidwerk zum Paul fahren. Dass der da mal drüber schaut, weil irgendwie will es nicht mehr so, wie es soll. Da hätte ich es ja mitnehmen können, ich bin ja auch gerade auf dem Weg dahin. Ja, dann sehen wir uns ja gleich. Die Einfahrt hier, ne, die ist ja... Bleiben wir mal eben hier stehen. Paul ist ja sowieso nicht da. Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne das Däumchen da. Auch gerne einen Kommentar, wenn ihr mehr sehen wollt, gerne ein Abo. Dann bleibt ihr auch immer auf dem Laufenden mit der Glocke. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.